Ich arbeite mit sehr vielen verschiedenen Recyclingmaterialien und Schaumstoff war schon immer eines davon, weil das Material eine sehr eigene Dynamik hat und eine gewisse Spannung. Ich habe in gewisser Weise jetzt durch den Puppenbau wieder zum Schaumstoff gefunden. Es ist sehr lebendig, es wirkt wie ein lebendiger Körper. Und der muss im Grunde genommen nur gucken, was fährt für ein Auto vorbei, sich vielleicht mal nach vorne beugen und der Kopf geht so ein bisschen mit oder runter gucken. Ja. Also der lebt wirklich nur von seinem Kopf. Und dann, das wird der Metzger. Hier, ja, kleine Metzgerfarbe. Ja, klar. Fleisch. Im Grunde genommen passiert das alles im Hintergrund und es geht eigentlich darum, dass einfach ein bisschen Bewegung da ist. Und ich weiß auch nicht, was die dann machen, ob die hier so irgendein Spielchen machen oder keine Ahnung, weißt, oder einfach nur rennen. Und so haben wir auch bei der Kartoffel immer die Bewegung gemacht. Eigentlich so läuft er. Ja, Und du siehst okay. dann nur den Ausschnitt, halt. Ja. Siehst du nur bis hier vielleicht so. Ja. Er dreht den Kopf und schaut hoch. Das ist die Bewegung. Er dreht den Kopf und schaut hoch.